Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen. Nach wie vor im Schloss Drang League und wahrscheinlich auch noch für die nächste Zeit. So. Genau, wir sind von da unten gekommen. Dann. Da ist eine Kiste. Da können wir uns aber da über die Leiter abseilen, quasi. Wobei, wir haben die Katzenfallstiefel. Ich hätte dem jungen Mann da so richtig schön auf dem Schädel bringen können. Ja, und das ist halt das Problem mit dem großen Schwert. Es teilt immens schön den Schaden aus, nur es bleibt auch relativ oft hängen. Naja. Was haben wir da? Jäger-Schwarzbogen. Den wollte ich, glaube ich. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt 74 und wo ist er? 77. Nämlich standardmäßig schon und skaliert S auf Geschicklichkeit. Was Besseres gibt's nicht. So. Und der ist auch nicht zu schwer, das heißt wir können noch. Wir machen keine Threshold. Das ist gut. Dann looten wir auch nochmal das Zeugs. Seele eines tapferen Kriegers. Da unten ist ja nichts mehr. So hätte man die Gegend auch erledigt. Und dieses Bonfire macht absolut Sinn, dass es da ist, wo es ist, weil ich wechsle mal auf Flammenschneise. Wir haben nur zwei Stück, verdammt. Vielleicht sollte ich diesen Super Magic Ring verwenden. So, da brauchen wir uns nicht fallen lassen. Wir kommen von... Kommen wir von da? Ich bin verwirrt. Ja, wir kommen von da. Da die Runde, dann hier hoch. Ja, okay, passt. Wir haben alles. Puh. Na dann. You have fought admirably on your journey, cursed undead. I am Nashandra, Queen of Drang Lake. A true monarch carries the weight of their souls. The last king of this land, King Vendrick, as he was called. He found the strength to rule his people, and when the undead were born, cursed, he found more strength to face them. But in the end, he never took the true throne. Visit Vendrick. We have no need for two rulers. Jo, das war's. Das ist also die gute Nashandra, die Ehefrau von King Vendrick. Und sie ist leicht pisst, weil er irgendwie nie the True Throne bestiegen hat. Da hinten geht's eigentlich hoch. Und da läuft jemand rum. Ich habe keine Ahnung, wie man dort hinkommt. Ich war dort noch nie. Aber prinzipiell ist das cool. Oder? Spielt mir meine Erinnerungen einen Streich? War ich schon mal dort? Ich weiß es nicht, aber ich kann mich nicht erinnern dran. Naja, gut. Egal. Erinnerung ist überbewertet. Wir müssen... sowieso den richtigen Weg nehmen. Den da. Oh ja. Na dann. Das finde ich auch cool, diese Pferdekopf... Ritter. Aber man hätte sich's ja schon denken können. Es kam ja schon lange kein Boss mehr. Mal sehen. Das ist ein richtig fieser, hinterhältiger Fight. Ja, ist richtig hinterhältig.
Und zwar, wir haben beide den Drachenreiter und den Drachenritter, oder wie sie heißen. Und warum ich gleich am Anfang nach rückwärts gelaufen bin, der eine steht oben auf dieser Alkove oder auf diesem kleinen Balkon und schießt mit diesen immens bösen Pfeilen auf uns. Und ich weiß es nicht, ob man es gesehen hat, das geht ja ziemlich schnell. Schwupps. Guten Flug. Ja, das ist ein langer Weg nach unten. Ich versuch mal, ich möchte mich da jetzt nicht jedes Mal durchkämpfen. Ich bin jetzt gerade im Boss-Mode. Vielleicht können wir einfach durchlaufen, ohne behelligt zu werden. Das geht sogar. Interesting. Na gut. Mehr Zeit, um bei dem Boss zu fluchen und zu verrecken und zu sterben. So. Solange wir hier bleiben, da oben, oben links, da steht der Kollege. Der nächste Pfeiltreffer und wir waren's. Ich glaube, man kann das zählen, wie lange der braucht zum Nachladen. Oh shit. Da ist der Pfeil. Also sobald wir uns unter dem Balkon bewegen, da war der Pfeil, kommt auch der zweite runter und dann ist es richtig schwer irgendwie, finde ich. Pfeil. No. Weg. Heil. Ja, dann eben auf die vierte Tour. Nicht stehen bleiben. Heil. Okay. Fast beide da. Nimm nur das Schwert. Und tschüss. Huh. Hätten wir Drachenreiterseele. Jo, also da oben, oben links. Das ist übrigens ein richtig cooler Raum, wie ich meine. Da oben links steht der Bogenschütze und solange ihr euch da im vorderen Bereich aufhaltet, kann man zumindest... Alles mein Gold. Kann man zumindest den ersten relativ schön runterschwächen. Ich dachte eigentlich, der bleibt da oben, solange wir nicht in dem Bereich da laufen. Hab mich geirrt. Er kommt dann doch irgendwann mittendrin runter und macht uns das Leben zur Hölle. So, da gibt's nichts. Aber ein Bonfire. Und den jungen Mann kennen wir auch. Hey du. Ich mag den schottischen Akzent von dem. Overrun by terrible beasts. No better place
testa sole. This land is right, man. King's gone. The land is no better. Okay, das hat er uns schon erzählt. Ich probiere es jetzt noch einmal. Das Land lies in Chaos. Bla bla bla, bliblablu. Okay, so. Wir können da oben sterben oder da unten sterben. Aber 39.300 Seelen. Wir gehen jetzt mal wieder mal seit langem rasten und eventuell vielleicht sogar das Schwarzritterschwert verstärken. Wir haben ja Gizzarditanit gefunden. Das prüfen wir mal zuerst. Beziehungsweise hast du jetzt... Also Glitzer-Titanit wird es nicht zum Kaufen geben. Da gibt es eine Stelle, dort müssen wir es farmen. Oder muss ich es farmen? Verstärke ein. Großschwert des Schwarzen Ritters. Des Schwarzen Ritters. 4 Stück und 2 haben wir. Verdammt. Wir benötigen unbedingt noch Glitzer-Titanit. Weil dann, das geht glaube ich nicht mehr als bis plus 5. Das heißt... Da brauchen wir dann diese Titanit-Scholle und dann haben wir das aufs Maximum hochgebracht. Wir könnten eventuell... Mal sehen. Schild? Schild ist wahrscheinlich bei Schild. Mann, bin ich dämlich. Ist aber noch immer die gleiche Aufnahmesession und ich bin noch immer nicht ganz ausgeschlafen. Glitzerndes Titanit? Nee, das werde ich jetzt nicht raushauen. Ich möchte mein Schwert verbessern. Don't waste my time, I'm sorry. Hello. You've been long away. Well. Große Titanitscherbe. Beziehungsweise, wir schauen mal zu den Kollegen da hinten. Ihr wisst ja, war vor einigen Folgen, wenn man, ich glaube, 10.000 Seelen bei ihm ausgibt, dann fängt er an, Bossrüstungen zu verkaufen. Wie er jetzt auf Obermacker da sitzt. Jetzt, wo er die Kohle hat. Sorry, have we met? Care to look over my wares? I upgraded my stock. So. Silberadler Drachenschild, der ist hübsch. Der hat aber nur 90 als Blockschaden, also als. Wie komme ich denn dorthin, dass ich euch das zeigen kann? Umschalten. Hilfe. So, und zwar der Wert, körperliche Absorption. Wenn der bei 100 ist, nehmt ihr keinen Schaden, wenn ihr mit dem Schild blockt. Da, in dem Fall, ist das nur bei 90. Das heißt, 10% Schaden nehmen wir auch beim Blocken. Und deswegen ist es so wichtig, dass da 100 steht. Je kleiner der Wert ist, desto mehr Schaden nehmt ihr beim Schild. Das heißt, mit dem Teil 95 bekommt ihr immer noch 5% Schaden. Und da 85. Und mit dem Drangleic-Schild, das wir hier haben, sieht die ganze Sache schon um einiges besser aus. So, was hat er denn da? Schöne bunte Rüstungen, Elite-Rüstung, Königssoldaten-Rüstung, Strafmaske von... Da haben wir aber schon jeweils ein Stück. Nee, Blödsinn, ein Stück hat er. Wir könnten jetzt das komplette Set von der Sünderin kaufen. So viel aufgestockt hast du jetzt aber nicht, junger Mann. I'm rich. Jo, und da merkt man den Fluch irgendwie. Er freut sich. Yeah, I'm rich. Ich muss nie wieder heimgehen. Und dann plötzlich wird ihm bewusst, er weiß gar nicht mehr, wo daheim ist, weil er halt schon so lange in diesem Wahnsinn quasi feststeckt und ja immer mehr verfällt. Going hollow. Haben wir Feuerdingenskirchen? Pyromantieflamme verstärken. Nee, Feuersamen haben wir keinen. Und die hat auch keinen mehr, soweit ich mich erinnern kann. Nope. Hat sie nicht. Be safe. Okay. So, eines möchte ich ausprobieren. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, man kann dieses Schwert auch zusätzlich buffen. Mal nachsehen. Was haben wir denn da? Vorübergehend Blitz. Kann ich nicht benutzen. Dunkles Harz. Ich dachte aber, mit einem Zauberspruch ging das. Ich werde da mal das Harz ausrüsten. Wir nehmen da mal das Blitzharz. So. Nope, geht nicht.
muss mal meinen alten PlayStation 3 Spielstand laden. Da habe ich ja einen Charakter mit Level 450 oder so. Totally overpowered. Der hat dann tatsächlich Stärke 99, Geschicklichkeit 99. Es wird aber trotzdem nicht leichter. Also es ist wirklich Dark Souls, ist es egal, ob ihr Level 10 seid oder Level 999. Die Skills machen es tatsächlich dann irgendwie letztendlich aus. Aufsteigen. Nichtsdestotrotz leveln wir jetzt mal. Konstitution will ich auf 20 bringen. Vitalität vielleicht. Wenn je mehr wir einstecken können, desto sicherer sind wir. Stärke und Geschicklichkeit ist fast schon okay. Wir können mal kurz checken, ob uns das noch was bringen würde. Rechte Waffe von 420 auf 424 wäre jetzt auch verlockend. Aber Trefferpunkte 1373. Also ich würde jetzt mal schon allein wegen den Gebieten, die uns bevorstehen. Vitalität. Ja, wir stecken noch eins in Vitalität rein. Oder nee, wir versuchen es ohne und das bringt uns nicht. Das würde uns noch etwas Angriffskraft bringen. Also Stärke auf 35 möchte ich schaffen, Geschicklichkeit vielleicht auch auf 35. Jetzt aktuell aber tatsächlich Vitalität von 1371 auf 1393. Das kann es tatsächlich ausmachen. Und den Rest gebe ich wieder aus für kleine Lebenssteinchen. Juhu, again. Yeah. 21 Stück, ja, okay. Wird gekauft. Jo, und schon sind wieder 17 Minuten um. Zurück nach Drang Lake, wenn ich es finde, da ist es. Und nächste Folge sehen wir uns weiter im Schloss um. Danke fürs Zusehen, ich bin draußen für heute, ich wünsche euch was. Ciao, Baba.